Ja, und willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Custom Level. In der letzten Folge haben wir ja den Raum mit den Kisten endlich geschafft. Also die ganze Folge waren wir auf jeden Fall da. Und ja. Also, nie wieder. Das brauche ich nicht nochmal. Oh. Ach, ich habe noch sehr gut reagiert. Oioioi. Ach stimmt, hier war ja auch nochmal was. In der letzten Folge bin ich ja auch noch gestorben am Ende. Von so einem komischen Fass wurde ich da erfasst. Schauen wir mal, ob wir das jetzt besser hinkriegen. Ja, haben wir sogar. Das haben wir sogar und da ist Feuer, wie man unschwer erkennen kann. So. Okay. Alles klar. So, ich hoffe mal, dass jetzt nicht noch mal so ein Raum kommt mit Kisten, also, ne? Das hat mir in der letzten Folge auf jeden Fall gereicht. So, ich denke mal, das ist ein Timerun, oder? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja, es ist ein Timerun. Was war das jetzt? Ist das denn ein Timerun? Ich habe nämlich keine Ahnung. Also ich komme auf jeden Fall nicht. Oh, scheiße. Wir kommen nicht mehr zurück. Das ist mies. Okay, es ist ein Timerun. Okay. Wie ich das liebe. Wie ihr wisst, ich liebe Time Runs über alles. Wie kann man nur ohne die leben? Und jetzt? Und jetzt? Ach so. Schnell. Ich will nur eben gucken, was sich unter mir befindet. Ach so, gar nichts. Ja dann. Ja, dann geht das ja. Okay. Ja, natürlich. Oh. Okay. Ich schau erstmal hier. Oh, hier geht's ja weiter runter. Alles klar. Da könnte man weiter. Da ist sogar noch ein Hebel. Ich erwarte eigentlich die ganze Zeit, dass jemand um die Ecke kommt. Aber irgendwie passiert da nichts. Ist vielleicht auch besser so, weil Überraschungen sind nicht immer gut. Ach so, da ist ein Hebel. Ich wollte schon sagen, was soll ich hier anstellen? Was soll ich hier anstellen? Was soll ich hier machen? Okay, schnell. Hui. Ich hoffe mal, dass. Jo, alles klar. Ich hoffe, dass. Oh, Lara, bitte. Kommt schon, beeil dich, Lara. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein Time Run ist. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und man. Wow. Sie ist einfach durch die Luke gefallen, wie ein Geist. Bist du ein Geist? Oh, scheiße. Gleich bist du ein Geist, wenn er dich gleich. Ah. Verdammt. Oh, yo. Alter. Alter Falter, Kreisverwalter, hallo? Oh nein, oh nee, das muss doch nicht sein. Überall Feuer, 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 oder wie war das? Ich sollte vielleicht mal speichern, bevor ich da durchrenne, weil ich weiß ja nicht, was da so passiert, ob ich das tatsächlich auf Anhieb schaffe. Aha, und jetzt? Okay. Das wollte ich gar nicht machen, aber ist okay. Ist okay, Lara. Scheiße, Mann. Ja, gut. Ja. Gut, dass ich gespeichert habe, ne? Das war sehr klug. Na toll, jetzt muss ich hier. Nee, Leute, ich lade das nochmal. Ich hatte den Schalter nämlich schon betätigt. Betätigt. So, schnell. So, beeil dich, Lara. Schnell. Wir könnten es schaffen. Ich habe eben leider nur ein bisschen herumgetrödelt. Na komm schon. Lauf, Baby, lauf. Okay. Erstmal eine Fackel benutzen. Hui. Ja, sehr gut. Sehr gut.
Okay, jetzt komme ich da natürlich auch nicht mehr durch. Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen. Okay, ach so, es geht weiter hoch. Wow, es geht aber sehr weit hoch, ne? Eieiei. Lara. Du suchst ja auch aber immer Orte aus. Naja. Lara dachte sich anscheinend, ich bleib noch im Wrack der Maria Doria. Also ich gehe mal davon aus, dass das das Wrack sein soll, oder? Oder kann auch ein anderes Schiff sein, weiß man nicht. Was? Bin ich jetzt... Ach so, auf der anderen Seite ist noch... Okay. Ich wollte schon sagen, bin ich jetzt nur deswegen hier hochgekommen? Aber nee, Gott sei Dank nicht. So. Oh, Vorsicht. Ich will so nicht sterben, oder? Oder? Na toll. Nein. Ach, was mach ich da? Autsch. Alter. Ja. Das ist aber auch fies, ne? Hier in so einem Emmengang. Genau, Emmengang. In so einem engen Gang. Und dann hinter mir so eine... Ja. Das ist nicht cool. Und er hat nichts verloren. Warum auch immer. Hallo? Ist hier irgendjemand? Eine Leiter ist hier. Ja. Und noch eine Leiter. Ja Mensch, hier ist noch ein Weg. Ja komm, ich ziehe das jetzt erstmal raus. Und dann schauen wir einfach mal. Eventuell ein Secret. Oder eine Waffe. Ich meine, mir fehlen jetzt noch ein paar. Ja gut, die Harpune habe ich. Uzzis und Automatik fehlen mir noch. Aber ich meine, das Level ist ja bestimmt noch ewig lang. Wir müssen ja noch in drei andere Räume, soweit ich weiß. Weil ganz unten in dem Hauptraum, da war ja auch noch eine verschlossene Tür. Aha. 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 Immer du mal dann aha. So. Wo gehe ich zuerst hoch? Ist doch bestimmt eigentlich egal, oder? Oh jo, ist das dunkel. Okay. Okay, da blinkt was. Oh je. Ja. Schauen wir mal runter. Was haben wir da Schönes? Also, Lara, du bist im Weg. Du bist mal wieder im Weg. Ach so, okay. Ja gut. Ich würde sagen, ich gehe aber erstmal hier hoch. Ich möchte ja nichts verpassen. Und da ist eine Tür. Ach so, nur die Tür ist da. Schauen wir mal, wo die hinführt. Also, ja. Ja. Hat mir jetzt nicht unbedingt geholfen. Hep. So. Und nu. Oh, wow. Es geht weiter runter. Nein! Verdammt. Wäre ich mal auf die andere Seite. Ey, Mann. Lara. Nein, ich gebe dir nicht die Schuld. Das war meine Schuld. Ich hätte ja besser aufpassen sollen. Okay, okay, okay. Ja, also... Ich brauche mehr Fackeln, Leute. Ich habe echt wenig. Sehr wenige. Kann ich hier rauf? Ja, nee. Hätte ja sein können, aber das sieht so hoch aus. Aber egal. So. Nein, ein Schlägertyp. Ey, toll, jetzt habe ich gerade eine Fackel. Kleiner... Was? Willst du mich verarschen? Autsch. Ey, Leute, die bringen... Ey, die machen... Boah. Die hätten mich beinahe fertig gemacht, ey. Ey, ich habe gerade ein Medipack benutzt und seht mal meine Energie da oben links an. Alter. Alter Falter, Kreisverwalter, was ist da los? Was ist da los? Ja, super. Aha. Ich muss die Medipacks besser sparen.
Aber hier liegen so wenige. Wie soll ich das sparen? Und vor allem, wenn da so viele Gegner dann immer kommen, besonders jetzt gerade, ja, habe ich keine Chance. Oder besser gesagt, wenig Chancen. Oh wow. Das sieht doch cool aus, oder? Platsch, platsch, platsch. Ja, platsch, platsch. Platschi, platschi, platschi. Oh yeah. Ja, also die Wasserfarbe, die sieht schon nice aus. Aber es liegt, glaube ich, an dem Boden. Naja. Gut. Vermutlich wird die Luke aufgehen. Ja, natürlich. Was dachtet ihr denn? Na toll. Ja, speichern auf jeden Fall. Denn ich vermute mal, dass da vielleicht Haie kommen oder so. Oder ein Taucher könnte auch sein. Und der schießt ja unter Wasser auch noch. So. Eleganter Kopfsprung. Was war das gerade? Dann das Spiel ein bisschen gerade geruckelt. Das sieht aber cool aus. Ach so, wir sind jetzt draußen. Alter. Ich muss auftauchen. Wenn das hier geht. Ja, ich dachte mir gerade, ja nee. Ihr könnt mich mal. Ich werde kein Medipack verschwenden, hör mal. Hör mal hier. So, ich habe ja die Harpune. Ach ja, 27. Ich würde sagen, ich werde die als allererstes mal benutzen. Ist, glaube ich, das allererste Mal, oder? Und ich sehe gerade, ich habe nur 2 große Medipacks. Ist das euer Ernst? Aber wisst ihr was? Ich muss eins nehmen, sonst... Ich verrecke sonst. Und das kann ja nicht angehen. So, als allererstes die Taucher hier fertig machen. Das sind 2 Stück sogar, wie ich das liebe. So, zielt mal bitte. Habe ich überhaupt getroffen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich treffe. Habe die gar nicht getroffen. Ja, sorry für die kleine Unterbrechung. Uppala. Scheiße. Oh. Leute, ich habe meine ganze Energie. Also was heißt Energie? Hier, meine Munition auch verbraucht. Oh, das ist so kacke. Ja, da will ich aber nicht, ne? Da wurde ich ja eben erschossen. Ich werde jetzt erstmal hier gucken unter Wasser. Weil ganz ehrlich, irgendwas muss doch hier auch sein, oder? Ja, das war dieser Raum, wo ich zu diesem blöden Kistenraum war, gekommen bin. So, Leute, ich bin gerade irgendwie fix und alles ist so warm. Ich kann nicht klar denken, ich kann nicht vernünftig sprechen. Hui. Ach so, das war die falsche Taste. Ich dachte schon, hä, wieso macht die das? Ja, was mache ich denn jetzt? Also, ich könnte jetzt natürlich hier mal ein bisschen rumgucken. Also hier unten. Oh Gott, da geht's ja noch weiter runter. Aber bevor ich das tue, ich muss echt nochmal auftauchen. Weil sonst stirbt die Lara hier mehr weg und das will ich nicht. So. Dann schauen wir nochmal ganz unten nach. Gucken wir mal. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts Schlimmes. Hallo. So, gucken wir einfach mal hier durch. Ach so, das ist der Raum da drunter. Da waren wir noch nicht. Da werden wir wahrscheinlich nachher hinkommen. Oh, sehr gut. Automatik-Money. Na komm schon. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Okay. Dann nochmal da hinten schnell und dann schnell wieder rauf. Okay. Ja gut. Hat uns das jetzt nicht so viel gebracht, außer die Munition. Es sei denn, hier unten ist noch was, aber das glaube ich irgendwie nicht. Boah, Leute, ich muss mich beeilen. Sonst ist Lara Geschichte. So, wo ist das Loch? Wo ist das Loch? Alter, hoch damit. Nein!
Scheiße, jetzt muss ich ein Medipack benutzen. Nein! Na komm schon. Alter. Wow, das war knapp, Alter. Und wieso sage ich die ganze Zeit Alter? Kenne ich kein anderes Wort? Das ist doof jetzt mit den Harpunen, ey. Ich habe die so verschwendet. Das Problem ist, die Alt und ja, so, noch so eine Taste, wenn ich die zusammen drücke, dann... Ja, egal, egal. Alter, nein, nein. Ey, Leute, das ist so gemein. Wie soll ich das schaffen? Ja, verdammt, ey. Verdammte Scheiße. In the Wreck Chip. Ja, okay. Ah, oh, ist das euer Ernst? Muss ich das wirklich nochmal neu machen? Hey, nee. Wisst ihr was? Ihr könnt mich jetzt mal. Ich tauche jetzt direkt oben rauf. Weil da unten war ja nur die Munition. Das heißt nur, ne? Aber... Schnell rauf. Bitte. So, und direkt mal das große Medipack benutzen. Gott sei Dank, ich habe zwei. Sehr gut. Ach so, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Eieiei. Oh, er kommt näher. Oder? Nee. Ach so, ich dachte, da könnte man rauf. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Komische Sicht. Okay, was ist das für ein Raum? Ach so, ist... Nee, das ist ein anderer. Das ist ein anderer Raum. Ja, ein bisschen näher dran wäre natürlich besser. Sehr gut. Oh, sehr gut. Der hat mir ein Medipack hinterlassen. Aha, ja, da sagst du was. So, Hebel betätigen. Okay, ich muss den Weg wieder zurück. Okay. Ey, diese blöden Taucher, ne? So, schnell weg hier. Oh, oh, oh. Ja, ich weiß nicht. Soll ich mir die Munde jetzt noch holen? Ja, komm, ich mach das jetzt einfach mal. Wo war die denn? Die war hier, ne? Und oben sind auch noch Fackeln. Die kann ich gebrauchen. Hä? Da ist die aber nicht. Ach so, da sind die. Oh, sie kommen näher. Sie kommen immer näher. Okay, bevor ich hier gehe, habe ich hier wirklich nichts liegen gelassen. Ich hoffe es. Weil ich habe keine Lust, nochmal hierher zu kommen. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Fackeln wirklich mitnehmen soll. Weil, ganz ehrlich... Ja, ich meine, wir können ja wieder hier zurück, oder? Alter, ach so, da geht's. Ich wollte schon sagen, hä, von wo bin ich denn gekommen? Oh, mein Auge juckt. Mein Auge juckt. Oh oh. Na? Kommt hier jemand? Bin ich mal gespannt. Ach ja, jetzt muss ich den weiten Weg wieder hochklettern. Oh nein. So, machen wir es einfach mal so. Und jetzt juckt mein Arm. Es ist eindeutig zu warm. Ich schwitze dann zu schnell. Okay. Es ist sehr dunkel. Aber Lara ist noch ganz gut zu sehen. Bumm. Ja. Gehen wir durch die Tür schnell. Ich hoffe, ja. Ich meine, wenn es ein Timerun wäre, ne? Wäre schon unfair, aber ist es zum Glück nicht. Oh, diese blöde Tür, ne? Ein Medipack. Ja, da möchte ich eben noch hin. Da möchte ich noch eben hin. Und dann, ich weiß nicht, würde ich sagen, war es das erstmal mit der Folge. Boah, diese Tür, die regt mich auf. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich kann jetzt nochmal schnell auch so runtergehen. Dann hebe ich nochmal die Harpunenmuni auf. Aha. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Und ja, in der nächsten Folge geht's ins Wasser. Ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.